Schlägt euer Herz auch so stark für Alucard wie meines? Dann seid ihr genau richtig hier bei Castlevania Symphony of the Night. So, wir sind hier. Und ich habe einen Plan. Ich werde jetzt genau das tun, was ich angedroht habe. Nämlich, ich werde jetzt eine Karte benutzen. Ja, so. Dadurch bin ich jetzt natürlich leider erstmal wieder im normalen Schloss, aber ist dann halt leider so. So, gleich mal wieder ändern, bevor ich versehentlich das nochmal hintermache. Hi! What can I do for you? Wir können uns mal eben nochmal die Enemy-List erstmal angucken. I'm interested in this. Wir müssten ja auf jeden Fall mehr. What? Achso, Medusa, hey, ich dachte schon, Medusa an sich wäre hier irgendwie drin gewesen gerade. War schon verwundert. Es dürfte ja auf jeden Fall nicht mehr so viel hier leer sein, wenn überhaupt noch was leer ist. Obwohl, wir haben natürlich manche Bosse noch nicht gehabt, deswegen. Gremlin? Die heißen Gremlins. Okay, gut zu wissen. Diese Drecksviecher. Ja, die Minotauren, die waren ja jetzt auch neu. Die sind auch nicht so ganz schön. Bone Arc. Ach, das waren die. Die hatten wir ja schon längst. Nein, ich wollte... I'm interested in this. Ja, ist ja gut. Doch eigentlich was Spezielles mal angucken, aber die Speziellen finde ich gerade gar nicht, weil ich natürlich auch nicht weiß, wie die heißen. Oh, ein Lesser-Demon. Ah, das sind die Lesser. Hässliche Viecher, wirklich. Fishhead? Ach so, ja, das sind wirklich Fischköpfe, okay. Salemwitch. Ah, okay, das sind also wirklich Hexen und keine heiligen Magier, die einfach nur gegen uns sind und sich hier aufhalten. Ghost Witches from Salem, wer auch immer Salem ist. Hier haben wir eine Gurke. Ach, dieses Arschloch ist das. Giant Brother. Wow, it's a Gurka Knife. Aha. Lossoth. Ach, diese komischen Viecher. Blade. Discuslord. Achso, das wäre der andere. Large Slime. Achso, diese Viecher, wollte ich schon gerade sagen. Ah, genau, hier ist nämlich noch was frei. Ich habe gehört, gegen den wir gekämpft haben, dieser eklige mit den Bienchen, das waren wohl keine Bienchen, sondern Fliegen. Und der heißt auch wohl Herr der Fliegen. Ist der das irgendwie zufällig? Nee, Quatsch. Schmuh! Was ist denn ein Schmuh? Ach, die hatten wir doch schon mal. Die lassen nämlich die Superwaffe fallen, die man sich auf jeden Fall holen sollte. Deswegen. Also kann man doch so ein bisschen durchschalten. Bombknight. So, diese Viecher, aber die schmeißen eher mit Steinen. Bitterfly, das sind ja diese ekelhaften Dinger. Mutiertes Insekt. Visible only to magic. Was? Quatsch. Ich kann die doch auch so mit dem Schwerstich töten. Deswegen, what the fuck? Archer. Ach, diese ekligen Dinger. Was steht dabei als Beschreibung? Flintishly. Accurate Archer, okay. Whatever. Darkwing Bat? Ah, das war dieser eine Gegner, genau. Giant Vampire Bat. Dragon Rider? Achso, wollte ich schon gerade sagen, den kann ja wohl nicht der Wolf mit gemeint sein. Red Dragon Ridden by Flea.
Immer diese Flöhe, ne? Die reiten auch auf allem und jedem. Das ist irgendwie das gleiche nochmal. Hier, der ist doch sehr interessant. Animated Skeleton of Huge Dragon. Er steht aber bei den anderen gar nicht dabei, dass die hinter meine Freunde werden, wenn ich die erstmal von ihrem Reiter befreit habe. Hier, das sind die Walkwider. Skeleton mounted on Wreck. Oh. Sollte die einfach nur on Wolf heißen oder so? Diese komischen, dunklen Oktopusse, die einfach nur komisch aussehen? Das hier sind Gorgons. Okay. Hier sind auch diese Fake-Leute hier natürlich. Fake Trevor. Zombie impersonating Trevor. Ja. Imp. Ah ja, stimmt, das waren diese ekelhaften kleinen Dämonen. Na, da heißt es ja auch Little Demon. Hier. Belzebub heißt der tatsächlich. Ich hatte vorhin so ein Bild von dem, wo es irgendwie sich verschrieben, der sich verschrieben hatte und Bieselbub dann irgendwie geschrieben hatte. Belzebub Lord of Flies. Genau, da steht es ja nochmal. Auch wenn es, wie gesagt, wirklich für mich halt Bienen waren. Frozen Half? So nennt die sich? Obwohl, das war ja diese eine, die bei den Hexen da war. Das stimmt, das war ja gar nicht diese Doppelgängerin von Dings der Bumster. Ja, der ist auch scheiße. Ja, der ist wirklich aus der Hölle, so wie der aussieht. Ah, die Hexen, die Hexen, die Hexen. Young Female Witch. Hier ist noch mal unser lieber Belmont. Ja, aber das war es auch eigentlich, was interessant hier so irgendwie gewesen wäre. Die Taktiken kann man sich sogar nochmal angucken, also die Skills I'm wahrscheinlich. Interested in this. Aber die müssen sich halt auch irgendwie kaufen. Frage ist, kann man die irgendwie leichter ausführen? Das wäre sehr witzig. Aber wahrscheinlich nicht. Hier, Cell Gem. I'm interested in this. Die können wir ja komplett verkaufen, weil ich brauche. Like you! Hey, thank you! Like you! Like you! Like you! Like you! Like you! Like you! Wie am Durchdrehen ist. So, bye. I'm interested in this. Ich sollte mir eigentlich rein theoretisch natürlich davon mehrere holen. Aber. Joya. Ich könnte mir auch ganz viele von den normalen Potions sonst zur Not halt kaufen. Warte mal. Ich meine, davon könnte ich mir gerade mal nur... Ach nee, Quatsch. Ich sehe das ja ganz falsch. Das kann ich mir auf jeden Fall leisten. 6 Elixiere. Es ist halt die Frage, ob sich das mehr lohnt als sonst mehrere kleine Potions, ne? Aber je nachdem, wie die Gegner halt so drauf sind, und deswegen, ich glaube, ich gebe es echt aus. Like you. Und hoffe, ich bereue es nicht. Hier, diese Mana-Dinger kann man sich nämlich bei ihm auch holen. Schlecht. Huh. Elbencloak, perfect for forest camouflage. Okay, ist das für irgendwas gut? Joseph's Cloak. Select Color System Menü, ja, das ist eine Rumspielerei eher, wirklich nur. Verstehe. Da kann man sich diese Sachen dann kaufen, natürlich, aber dann sieht man auch natürlich nur, wie es gemacht wird. Ich krieg's ja eh nicht hin, von daher egal. Farewell for now! Jo, ist klar.
begeben wir uns mal wieder zurück ins andere Schloss. Wobei ich es echt schade und eigentlich sogar richtig scheiße finde, dass halt... ja, es den Händler halt nicht im anderen Schloss auch gibt. Mein Freund hat einfach nur so gesagt, ja, ist doch logisch, sollte da irgendwie an der Decke kleben und mit dem Kopf nach unten hängen, wo ich gesagt habe, ja nee, der kann sich doch auch einfach umdrehen, wie sich da quasi alles umdreht. Deswegen, why not? Aber naja, mit der Meinung bin ich irgendwie alleine. Mutterseelen alleine. Ich brauche mehr Herz, mehr Liebe für Alucard. Stimmt, die Flüche kann ich ja jetzt auch easy killen. Ah ja. Stimmt, dass man ja auch so einen Gegenfluch tatsächlich dann bekommt. Und wenn die Gegner durch einen einzigen Schwerthieb sterben, ist es ja auch schön. Warte mal. Ich glaube, hier konnte man sich einen kleinen Spaß erlauben. Oh, das war ja wie geplant. Und ich glaube, hier konnte man was Lustiges machen. Ja, das ist ganz gut. Erstmal so zurückweichen und dann nach unten schlagen. Na komm. So. Genau, hier ist nämlich dieser Gang, wo der Typ hier ja ist. Und deswegen, hier kann man gegen den Stuhl von dem auf jeden Fall donnern. Oh, ja, so nicht. Ich wollte das schon gerade machen. Oh, das wollte ich nicht. Habe ich dafür jetzt ernsthaft eine Lebenserweiterung gekriegt? Wie geil! Das wusste ich echt nicht. Gib mir das nochmal, wenn ich das nochmal mache. Guck mal, jetzt bist du noch höher geflogen. Schade, es geht nur einmal, dass er das dann macht. Aber ich hätte es ja auch gefeiert, wenn er sich dann wirklich so voll erschreckt hätte. So, oh, Master Alucard, what are you doing with me? Oder so, ne? Aber schade, na gut. Schön. Aber seht ihr mal, so kann man sein Leben auch nochmal verlängern. Verlängern sowieso. Nee, dass man mehr aushält. Oh, aua. Kleine Sau. Ah, hilft meine Nase. Deswegen, sorry, das musste jetzt mal gerade sein. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall wieder zu anderen Schloss begeben und dann da auch mal im Anfangsbereich, oh schön, Crit, da mal umsehen. Denn wie es aussieht, ist da auch am Anfang ein extrem wichtiger Boss, den ich bisher ja gekonnt übersehen hatte. Weil ich gerade eben in einen Speedrun mal reingeschaut habe von Castlevania und dachte dann nur so, wow. Nebel. Deswegen, wieso gibt es eigentlich keinen Shortcut? Ich habe eigentlich den falschen Weg genommen, rein theoretisch. Ja, nicht nur rein theoretisch. Ich muss mal hoch zum Teleporter. Weil ich will nicht nochmal durch den Raum mit den Medusen durch, das muss ja wirklich nicht sein. Eine Banane. Warum ich das so witzig finde, liegt halt an einer Parodie von Cold Mirror. Und das ist halt ein Running Gag dann geworden zwischen mir und meinem Freund. Das sagt er so oft in letzter Zeit. So, eine Banane. Deswegen. Jetzt habe ich auch eine Banane gefunden. So, Teleporter. Teleporter, das ist schön. So, ich muss
Zu dem ganz oben. Perfekt. La 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 la. Von hier hatte ich ja alles, ne? Ja. Also, wo fliege ich denn gerade lang? Ich meine, hier kann ich auch lang, aber hier ist der Weg sehr viel gefährlicher als hier. Deswegen nehme ich doch einfach den Weg. Achso. Ich dachte irgendwie, wenn ich X drücke, dann ist der irgendwie beschleunigt, aber ist ja gar nicht so. Dann war das irgendwie... Nee. Ich weiß nicht wie. Okay, lassen wir das. Okay, meine Leute sind ja auch weg. Bring mich bloß zurück, du. Vor allem wieder auch einfach mal das Weihwasser drin ist wie im anderen Schloss. Das ist ja witzig. Immer noch total verwirrend hier. Doch keiner. Oh, süß. Armer kleiner Typ, hier hast deinen Kopf verloren. Hier kann ich auf jeden Fall ja ganz nach oben fliegen. Das habe ich ja noch nicht erkundet. Also angeblich. Ah, deswegen. War ich hier echt noch nicht? Nee, tatsächlich nicht. Okay, cool. Neue Räumlichkeiten. Okay, aber dann will ich ja erstmal hier vorne mich noch weiter umschauen auch. Noch weiter nach oben. Holla, die Waldfee. What the fuck? Herumspringende Grabsteine. Okay, gut zu wissen. Denke ich. Weiß nicht. Ein bisschen verstörend, aber ist okay. Noch einen Ring. Hätte ich den mal vorher gefunden. Ah ja, jetzt sehe ich diesen Vorbereich da auch quasi. Zu erkunden gibt, zu finden gibt, besser gesagt. Aber irgendwie scheint dem nicht so zu sein.
Auch sehr interessant, wie hier einfach mal so ein Gesicht ist. Kann ich mich da hinstellen und mit dem was machen? Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht, aber ich kann mich hier zwischenstellen. Deswegen. Als ob ich hier irgendwas machen könnte halt. Ah, ich weiß nicht was. Wieder cool. Aber das freut mich ja. Oh, komm schon. Okay, aber soweit habe ich das jetzt hier auf jeden Fall erkundet. Bin ich ja schon wieder meinem Ziel einen Schritt näher gekommen. Ach, schade, warte mal. Irgendwie ging das ja so und dann kommt man da direkt dann davon wieder von Sachen abspringen mit diesem Supersprung, aber das will mir gerade nicht gelingen. Hier wollte ich gar nicht hin. Er tut mir so leid, dass er immer seinen Kopf verliert. Er kann ja auch nicht nichts schließlich dafür, der Junge. Hier war das noch nicht, ne? Nee, weil hier war ich ja. Beziehungsweise hier geht's gar nicht rein. Ah, hier oben könnte ich auf jeden Fall speichern. Ich glaube, ich tue es auch mal eben. Einfach nur, weil ich es kann. Schaden kann es ja nicht. Gut, ihr Lieben, dann war es auch schon wieder mit diesem Part. Wir haben natürlich jetzt nicht sehr viel erreicht, aber wir waren auf jeden Fall mal endlich wieder am alten Schloss kurz, haben dem Bibliothekar Hallo gesagt und ihn von seinem Stuhl, beziehungsweise mitsamt seines Stuhls mal eben emporgehoben. Deswegen, es geht ja. Ja, irgendwie so in der Art. Naja, egal. Auf jeden Fall, warte mal. Nee. Ich habe gerade nochmal versucht, den Darkman Metamorphosis-Zauber zu machen, aber das geht irgendwie gar nicht so, wie ich das irgendwie will. Deswegen, ja. Aber naja, was soll's. Lalalala. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören und sage dann mal bis zum nächsten Part, wenn wir uns hier weiter umsehen. Bis dahin macht's gut und bye bye!